Tja, längere E-Bike-Tour und Akku? Akku könnte vielleicht doch ein bisschen knapp werden. Was machen? Es gibt Ladesäulen für PKWs. Da dürfen wir normalerweise nicht ran. Überall sieht man mittlerweile solche Reparaturboxen. Ja, aber da ist Werkzeug dran. Da ist eine Luftpumpe und ähnliches, aber nichts zum Aufladen. Allerdings gibt es fürs Aufladen noch eine relativ einfache Sache. Also kannst du dran drehen, wie du willst. Da ist kein Stecker drin. Dafür gibt es noch eine relativ interessante Sache und die gucken wir uns jetzt mal an. Wohnmobilstellplätze, ihr habt das Schild gesehen. Die werden zum Teil immer mehr mit Versorgungssachen für Wohnmobile ausgerüstet. Das ist es. So, angekommen. Sehen wir zwei Säulen. Einmal eine für Wasser. Wasserstart, Stopp. Kosten 10 Liter, 10 Cent. Aber da ist auch noch eine zweite. Und das ist die für uns interessant ist. Und zwar Strom. Man sieht Stromanschlüsse links und rechts. Und das Ganze ist das Schöne ohne App. Ohne groß Schnickschnack und sonstiges, sondern einfach Münzen. Und dann steht da 50 Cent ein Kilowatt. Also 50 Cent einfach in den Schlitz reinschmeißen und ihr könnt ein Kilowatt ziehen. Allerdings ist da meistens Reststrom drauf. Ich habe jetzt mal durchgeguckt, bei dem war weniger, also gehe ich mir gleich hier auf die 4. Sorry für das Blinken. Darstellung mit dem Handy 0,363 Kilowattstunden sind hier noch drauf. Also 0,3, das reicht ja fast, um Akku gut halb zu laden. Haben wir da drauf. Schauen wir mal. Der ist jetzt nicht leer, das ist jetzt zum Demonstrieren. Dann nehmen wir einfach unser Ladegerät, unseren Stecker und verbinden das mit dem Fahrrad. Und schwupps, springt er um und lädt. Allerdings hat das kleine Ding einen leichten Nachteil. Der Nachteil, ich habe es schon gesehen, hier ist was dran. Unser normaler, üblicher Schuko-Stecker, der will da einfach nicht reinpassen. Also man kann den hier zwar reinstecken. Ups, da kam gerade eben eine Biene, eine Hummel, ich glaube eine Hummel war das sogar, oder so raus. Die kann man da zwar reinstecken, aber der geht nicht tief genug rein. Das passt mit den Phasen nicht, sondern man braucht so einen Adapter. Der Adapter, ja, ist ziemlich so groß wie ein 4 Ampere-Stunden-Ladegerät. Allerdings wiegt der nicht viel. Der ist relativ leicht. So, diese guten Dinger sieht man, ich meine, viel mehr wie Ladesäulen fürs E-Bike. Und die funktionieren. Ich habe noch keine gefunden, die nicht funktionierte. Klar, schreibt, gibt bestimmt solche. E-Bike-Ladestationen, einige, wo ich gedacht habe, boah, bis dahin kommst du noch, und dann stand ich da, war nichts mehr. Und wenn das dann am Feiertag ist und eventuell noch früh und Restaurant dann erst wieder um 17 Uhr oder sowas aufmacht, ist das verdammt doof. Deswegen so einen kleinen Adapter, kann man in den Schuko-Stecker reinstecken. Und dann lädt das Teil wieder. Meistens sind es ja ganz interessante Stellen, wo Wohnmobilstellplätze sind. Also irgendwas in der Nähe zum Angucken. Festschließen vom Fahrrad, muss man mal gucken. Aber die Dinger sind so ein bisschen der Geheimtipp. Oder? So, Adapter heißt CEE-Stecker auf Schuko. Gibt es mit Kabel und sonstiges, aber eigentlich reicht so gut, so kurz wie es geht. Wie gesagt, wiegt nicht viel, kostet unter 10 Euro, je nachdem, wie man einkauft. Könnte man dabei haben, wenn man weiß, man fährt längere Strecken und das sind Strecken, wo man aufladen müsste, könnte und wo eventuell Wohnmobilstellplätze sind. So, an diesem Wohnmobilstellplatz haben wir zwei Wasser, Strom. Für uns interessant, Strom.
So, die Ladestation ist jetzt direkt am Bahnradweg gewesen. Bahn, ja, da fährt die Bahn auch noch, aber ansonsten schöne Strecken. Ich wohne direkt mehr oder weniger am Vulkanradweg. Bahnradweg hat halt kaum Gefälle, kaum Steigung. Daher schön zu fahren. 0,365 waren da an dem Tag. Hier nochmal diese Stecker, die da sind. Und jo, ich hoffe mal, mein Stellplatz für heute Nacht. Strom ist Mangelware, aber haben mich schon welche angeboten zu haben. Stellplatz für Wohnmobile. Direkt Schweinfurt, eigentlich verdammt ruhig. Und da sieht man überall die Ladesäulen. Da gibt's Strom. Auf meiner Tour am Mainradweg entlang, da hatte ich die Erfahrung gemacht mit dem Strom nehmen auf Wohnmobilplätzen. Der Platz mitten in Schweinfurt, die großen Teile. Wie gesagt, nur Wohnmobile. Ich bin wieder hier, der Stars kamen mittlerweile schon vier Leute. Und ich bin da hinten. Darf da an die Steckdose. Kilowatt kostet 50 Cent. Das ist ja billiger wie zu Hause momentan fast.